So, hallo Driho, meine werten Final Fantasy 16 Freunde und Let's Play Zuschauer, wir machen hier weiter. Und zwar mit dem Erkunden dieses Gebietes hier und dieses Gebietes, bevor wir dann die Hauptgeschichte weitermachen. Eine Sache noch, ich war bei den anderen Steinen einmal, das habe ich nicht aufgenommen, habe sie nicht gemacht, habe nur einmal gecheckt. Ja, die sind jetzt anscheinend auch erwacht und ja, jeder davon scheint einer anderen Esper gewidmet zu sein, also dass man sie nur damit machen kann. Das Rätsel schon mal gelöst. Also wie immer, ich schneide das zusammen und tu nur rein, wenn ich was Interessantes hier auch finde. Wenn es aber nur ein paar Mobs sind und irgendeine Stahlseite liegt an der Seite oder so was, wen kümmert's? Also rein optisch könnte das vielleicht interessant sein. Hier, da, es erinnert mich an einen Schuppen-Dings. Oh ja, irgendwas Drachenartiges hat hier wohl mal gelebt und ist hier wohl gestorben. Können wir unseren Hund streicheln? Komm, komm her. Komm, braver Doggy Dog. Alles Genau. gut. Und weitersuchen. Ja, meine lieben Freunde, ich bin leicht enttäuscht. Nichts weiter gefunden. Ein paar Truhen, ein paar Gegner. Viele von diesen Schwammgegnern nennen sie sich hier. Das, sonst heißen sie eigentlich Pudding. Ein paar Schildkröten, einige Vögel, ein paar Krabben. Nichts Besonderes. Also, ich meine, diese Pudding-Gegner sind so Bei Odins Bart. rausgeploppt. Nicht runtergucken, Ach Torgal. so. Passt schon, sieht doch gut aus, die Brücke. Ist ja nicht so, dass sie knarzt und wackelt oder so. Es scheint ziemlich stabil zu sein, das gute Stück. Gibt's da drüben was? Nee. Das ist wohl Estler. Es sieht nicht überrannt aus, jetzt von hier aus zumindest mal. Aber wie sollen hier Leute leben? Kann ich überhaupt nicht glauben. Wir können die Tür auch einfach aufmachen? Nee. Das darf nicht bewohnt sein, oder? Das wäre skurril. Oh, warte mal. Scheibenkleister. Der Spielesound ist bestimmt noch ganz leise. Dreck, Dreck, Dreck. So, schauen wir mal. Jetzt müsste es passen. Jetzt hört ihr auch das Kommentar. Bei Odins Bart. Genau. Nicht runtergucken, Torgal. Ja, jetzt passt es schon eher. Besser, besser. Bin ich ja erleichtert, dass ich das noch früh genug gemerkt habe im Video. Ja, also klar, Fäulnis und deswegen alle weg, oder? Macht Sinn. Das dafür sieht es aber noch ziemlich gepflegt aus, muss Denkst man du, noch was sagen. ich denke? Ich fürchte schon. Habt ihr was anderes erwartet? Wäre es nicht komisch, wenn es nicht so wäre? Weil wie sollen die hier sonst Verdammt, überleben, die Menschen? alle verwandelt. Die sind nicht mehr zu retten. Dann bleibt uns nur eins. Tut so überrascht. Keine Gnade, Gav. Kriegen wir so viel wie möglich Keine zusammengepult. Gnade. So eine gute alte Lebensflamme. Und hat sie überlebt? Nein. Und er, Bella, Glaubst du, hat es das geht hier in niemand allen Dörfern so zu? Frag mich später, Gav. Naja, überall, wo die. Na, warte mal, wahrscheinlich in den meisten. Ne? Vielleicht gibt es irgendwo noch so was Ähnliches wie ein Versteck. Wie bei uns. Jetzt, Aber wo die Fäulnis ausgebrochen ist, klar, oder? Warum sollte irgendwas anders aussehen, wo die Fäulnis. Da ist? Ne? Bin ich in einem Gebiet, wo voll die Fäulnis ausgebrochen ist? Aber das Gras ist und grün. Weiter, also und kann ich es mir nicht vorstellen. Und weiter. Ja. Jetzt kommen halt hier ganzen ehemaligen Dorfbewohner alle akasisch geworden, ganzen Waffen. Was glaubst du denn? Wenn man einmal anfängt, ne? Dann lockt das die anderen halt an. Eieiei. Die halten aber, manche von denen halten gut was aus. Ne? Bam. Oh Mann. Ich will hier nicht sterben, Clive. Ja, dann lass kämpfen. Eben. Und kämpfen. Jammern bringt immer so viel, ne? Dann kämpfen. Bam, Ifrit reinpowern. Was? Ding am Bro.
Ah, noch schneller weg. Los, Torgal! Nein, 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 ihr trifft mich nicht. Oh, Diamanten! Staub! Das bricht euch immer, ihr kleinen Drecksäcke, ne? So, das war's auch fast mit ihr. Das sind 36. Ich glaube, das waren die Wildtiere hier auch so im Dreh rum, oder? Gibt einfach zu wenig XP, das Zeug für mich. Hm? Oh, noch ein Boss. Krass, so eine lange Welle und dann noch ein Boss. Hier, Gegner in Massen. Neuer Verschmidt, oder? Dass sie ihm so einen Special-Auftritt geben. Dieser Kragen da, das kommt mir neu vor. Dieser halbe Kragen. Oder? Bilde ich mir das ein. Naja. Kleine Lebensflamme. Ich glaube, da sind ein paar Ads gekommen. Die dürfen gerne vielleicht rausgehen. Genau. Oh, ihm bricht's auf. Optimal. Was will man mehr? Reicht eine Runde gebrochen? Wahrscheinlich nicht, ne? Level 37, Mega-Tank. Braucht schon ein bisschen mehr. Oh, aber nicht schlecht, nicht schlecht. Komm, zweites Brechen. Was war denn diese Attacke? Kreiquin. Übertreibt es damit. Ich kann meinen Kopf auch gegen die Tastatur hämmern und behaupten, es sind Wörter. Coole, epische Schlusskameraeinstellung, ne, für den Kill. Boah, saugut Erfahrung gegeben. Kann ich die Gegner überall finden, so auf der Straße? Das hat sich ja mal gelohnt. Ah ne, die ganzen Mobs haben da bestimmt auch mit reingezählt. Ich meine, fürs Leveln ist trotzdem cool. 5700, mehr als man sonst so kriegt. Gav? Oh, kommt noch was Dickeres. Wehe, du sagst noch mehr, Akasische. Odin? Oh, was? Drache? Na, Odin. Er hat uns entdeckt. Was zur Hölle willst du hier, Odin? Krass, ihn so schnell wiederzusehen, hätte ich auch nicht gerechnet. Du gehst nach Stonehir? Gut. Mein Herr wird dich dort erwarten. Doch in dieser Form kann ich dir nicht erlauben, vor ihn zu treten. Oh nein. Und was tust du, wenn ich's doch mache? Nun, das hier! Er will, dass wir ihn absorbieren, oder warte da wieder was? Nee, was macht er jetzt? In dieser Form, er will uns stärken, auf alle Fälle. Weil am Ende will er ja, dass wir ihn absorbieren, damit Ultima uns absorbiert. Das ist ein Megaspeer. Eine Arena. Das erzeugt er jetzt gerade. Ja, so eine Art Arena. Okay. Jetzt ein epischer Kampf gegen Odin. Ich meine, wir haben noch nie in Ifrit-Form gegen Odin gekämpft, oder? Oh Mist, der arme Gav ist hier. Oh oh. Gav. Was hast du getan? Entdeckung. Sein Ross stampft auf. Es bläht die Nüstern. Wünscht der Leib den Weg zu öffnen, muss er nur darum bitten. Dann werde ich dafür sorgen, dass er den Vorstellungen meines Herrn gerecht wird. Oh, Scheiße! Nein! Okay, er haut ab. Damit habe ich nicht gerechnet. Erwartet vielleicht. Du, Clive? Würdest du mir bitte sagen, was hier los ist, verdammt? Er will, dass wir ihm was zeigen. Wir müssen darum bitten. Es wäre eine Art Rätsel. Ich habe damit gerechnet, dass er
Jetzt will Ifrit gegen Odin und er will, dass wir ihn besiegen und absorbieren. Oh, ich werd nicht mehr. Das versuchen wir also am besten nicht. Also zur Audienz mit dem König. Und wo ist er? Wenn er unbedingt will, dass ich darum bitte, dann werde ich genau das tun. Deine Entschlossenheit in allen Ehren, aber wir wissen nicht mal, wohin er abgeschwirrt ist. Also lass uns tief durchatmen und kurz nachdenken, ja? Ja. Ist gut. Nee. Ist, Vielleicht finden wir hier was Brauchbares. Bin nicht ganz überzeugt von euren Vorgehensweisen gerade. Okay. Würde ich mich, glaube ich, hier auf Suchmodus begeben. Und dann rausschneiden? Oder muss man jetzt nur einmal zum Obelisken latschen und dann hat sich das Ganze. Hier war der Eingang, oder? Nee. Aber eine verschlossene Tür. Das hilft doch schon. Oh, kann man hier ins Häuschen rein? Gibt's hier was Cooles zu betrachten? Ist hier wer? Hallo, bestimmt nicht. Alles ausgerottet, garantiert. Alles akasisch. Das ist doch wie seine Armee, das Akasische. Oh, durch die Tür kann man schon mal. Und durch die Tür kann man. Das sieht jetzt ein bisschen obsessiv aus hier. Sollen sie halt nur zeigen, hier leben halt Ratten. Oh, man kann was lesen. Reisen in Valisthea. Zu jeder Jahreszeit tummeln sich durch... Oh, nicht irgendwie apokalyptische Schrift, habe ich irgendwie erwartet. Durch die Chasia von morgens bis abends Reisende aus allen Herren Ländern. Die Gasthäuser und Herbergen der Stadt quellen förmlich über die Händler, Seefahrer, Reisende, Kaufleute jeglicher Art. Wo immer solcherlei Volk zusammenkommt und das Bier in Strömen fließt, da lassen Gerüchte und Hörensagen nie auf sich warten. Zum ersten Mal habe ich von der schillernden Insel im Gespräch mit einem wettergegerbten Steuermann gehört. Angeblich soll sie bisweilen aus dem Nebeln an einem gewissen vielbefahrenen Seeweg erscheinen. Niemand hat sie je öfters als ein einziges Mal erblickt, weshalb sie gemeinhin für ein Trugbild gehalten wird und ein unheilversprechendes noch dazu. Wer die Insel zweimal sieht, den lässt die See nicht mehr nach Haus, brummte mir der alte Haudegen mit einem makabren Glitzern in den Augen zu. Nicht ganz, was ich erwartet habe, hier zu finden, aber okay. Das heißt halt, dass da viel Tohuwabohu war. Einen Bernstein gefunden. Relativ selten, aber wir brauchen ihn gerade nicht wirklich. Zumindest fällt mir kein Rezept ein, wo wir den noch brauchen könnten. Hier habe ich eine Notenrolle gefunden. Guck mal, hier oben. Ist das nicht cool? Eine Seltenheit. Hier, dann mal zur Richtung Obelisk. Da habe ich irgendwie die meiste Vermutung, dass gleich irgendein Satz triggert, dass die sich irgendwie unterhalten. Dachte, wir hätten alle erledigt. Ja, ich auch. Ich sehe doch nichts. Ah, oder habt ihr gerade was gehört? Habe ich was verpasst, weil ich mich zum Obelisken umgedreht habe? Soll da ins Haus reingehen, ne? Vielleicht leben da tatsächliche, echte Leute noch. Was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Da kann man auf die Weltkarte gucken. Sind wir gerade? Ah nein! Wir sind nicht im Fäulnisgebiet. Das hat mich nur so verwirrt. Weil wir im Fäulnisgebiet angefangen haben. Wir sind inzwischen außerhalb des Fäulnisgebietes. Ja, dann können hier natürlich Menschen leben. Das ist natürlich dann klar. Können sich welche versteckt haben und überlebt. Das ist möglich. Aber die will er, dass wir finden. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Hallo? Jemand zu Hause? Wir wollen euch auch nichts Böses. Wirkt so. Als wären hier nicht Akasische am Berg. Oh, ihr versteckt euch aber schlecht. Meine Nase. Nein, nicht. Bitte nicht. Nun, bist du schwanger oder so, dass du so Hallo? Kauerst? Ja, offensichtlich. Hey, ruhig, ruhig. Wir tun dir nichts, keine Angst.
Gavs neue Liebe. Wer? Hilf ihr, auf unser Schiff zu kommen, Gav. Nein? Doch? Möglicherweise? Frisches Wasser. Gute Idee. Mach ich mit. Mein Herr, ich danke euch. Bitteschön. So, jetzt muss man ein paar Antworten beantworten. Auch wenn es schwer fällt, aber was ist hier passiert? Der König hat alle akkatisiert. Wie nennt man das dann? Es fing an, als der Himmel sich wandelte. Die Alten nannten es die Arke. Einer nach dem anderen wurden sie verrückt, manisch durch den Äther, bis nur noch ich da war. Und ich in meinem Zustand allein. Tut mir leid für dich. Als die Soldaten kamen, ich wusste einfach nicht weiter. Und diese Arke ist... Nur eine Geschichte, die Großeltern ungezogenen Kindern erzählt haben. Über dunkle Himmel, die erscheinen, wenn unsere letzten Tage anbrechen. Stammte wahrscheinlich von was Echtem, von was das Altem. Ende der Welt. Ragnarök. Die anderen wurden verrückt. Aber wo sind sie alle? Sie sind alle fort. Nach Osten. Zum Turm. Aha. Wo er sie dann als Armee benutzt hat, klar. Die Ältesten. Der Heiler. Der Schmied. Mein Ehemann. Ja, denkst du, er steckt dahinter? Ah nee, wir können sie gar nicht wegbringen. Nur er hat diese Macht. Die Barriere, wir können sie hier ja gar nicht wegbringen. Habe ich ganz vergessen. Genau wie in Canva. Du hast es doch selbst gesehen, Gav. Aber was ist mit ihr? Wieso ist sie nicht durchgedreht? Kann das was mit dem Baby zu tun haben? Vielleicht wegen des Kindes? Es könnte sie vom Äther schützen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Glück gehabt? Du meinst, es ist ein Träger? Oh, das könnte sein. Durch Ultimas Magie macht es bald keinen Unterschied mehr. Die Zeit wird knapp. Im Turm. Dort finden wir den König. Ah, der Turm ist innerhalb der Barriere. Ja klar, macht Sinn. Ah, Joshua, klar. Ich wusste es. Genau wie am Phönixtor. Geht's ja auch runter in so einen... Das heißt, am Ende dieser Stufen finde ich... Special Temple. Die Erklärung, auf die du so lange gewartet hast. Oder eine Falle. Dein Tod. Nein, das wäre zu leicht. Eine Falle könnte es aber gut sein. Ich habe dich erwartet. Oder sowas in der Richtung. Könnte gut sein, oder? Nein, nicht? Leerer Raum? Halte das Plakat. Das Wandbild. Ja. Es ist intakt. Aber sagt uns das jetzt mehr als vorher? Und sein Leib Ifrit. Ja? Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin.
Sogar der mythische Leviathan. Okay, den Doch. Haben wir nicht kennengelernt. Wo ist der Phönix? Na, da die Flügel, die am Ifrit dran beppen. Das ist Phönix. Ein Teil von Ifrit ist Phönix. Haben wir doch schon gesehen, diese vier Flügel da. Ist doch klar. Ja, genau. Genau das. Beim Begründer. Du langsamer Bursche, du. Warum komme ich immer schneller drauf? Oh, jetzt dreht er an, der Ultima in dir. Hm? Kriegst du es nochmal beruhigt oder ist jetzt vorbei? Musst du ihn rauslassen? Das willst du also. Nicht wahr, Ultima? Offensichtlich war das nicht längst offensichtlich. Ich hoffe, dass du nur eine Bestätigung gesucht hast und dass du das schon lange gewusst hast. Du willst wirklich ohne mich gehen? Sei vernünftig. Jemand muss bei Edda bleiben. Aber... Ich muss das alleine machen. Falls ich nicht wiederkomme, müsst ihr mit Joshua zurück auf die Enterprise. Verstanden? Ja. Hey, geht denn wehe, du beißt ins Gras. Ich habe nämlich keine Lust, der nächste Sith zu werden. Wirst du nicht. Keine Sorge. Den Namen gebe ich nicht mehr her. Na gut, pass auf die auf, ist in Ordnung. Vielleicht treffen wir Joshua jetzt irgendwo. Ich suche das Dorf weiter oder was? Oder wieder wo? Ah, jetzt ist hier offen. Da war ja zu gerade eben. Die Bewohner werden sicher von Barnabas angezogen. Wenn sie am Turm sind, ist er es auch. Mein Ziel steht fest. Barnabas. Netter Name eigentlich, oder? Fast so piratenartig. Captain Barnabas! Setz die Segel, meine Freunde! Captain Barnabas gibt das Kommando! Mach die, was weiß ich, Luken dicht! So, was sagt die Karte? Die Karte schreit nach Erkundungstour wieder. Willst du noch irgendeinen Kommentar ablassen, Clive? Bevor ich anfange rauszuschnibbeln? Nee. Okay, in diesem größeren Blob hier war nichts. Den Rest mache ich mal mit euch, oder? Weil der Rest ist mehr ein Gang. Wer weiß. Wie? Ist das da der Turm oder? Nee, das da eine ist der Speer und das andere ist der Turm. Dass das nicht blitzt. Und dann das ist der Turm. Ich meine, das ist schon ziemlich offensichtlich. Ne? Das ist schon... Er will, dass wir hingehen. Er macht sogar eine Arena. Wir werden hingezwungen. Wir sollen uns in Ifrit verwandeln. Wir sollen ihn absorbieren. Und dann ultimativ für Ultima ein Körper zu sein. Aber wir sind doch noch nicht perfekt, weil wir ja... Wir haben einen Teil des Phönix. Aber wenn wir uns jetzt selber verwandeln würden, hätten wir keine Flügel. Das heißt... Reichen wir dann Ultima schon? Oder der rechnet einfach nicht. Dahinter ist irgendwas. Ich kann es spüren. Ja. Aber dafür ist keine Zeit. Okay, du Langweiler. Ich hätte mir die Zeit jetzt genommen. Dann halt weiter den Pflichtweg, meinetwegen. Krass, so viele Ruinen aus diesem weißen Gestein. Hm? Den da! Schön designte Gänge. Hm? Sieht was? Neue Gegner, oder? Das waren nicht diese Pyro-Dinger, die ich überall begegnet bin. Hier ist ein Lokoros. Lass mal eins näher angucken. Das sind kleine Drachen. Okay. Die Verbesserung der Drachengegner. Wie hießen die vorher? Dragonite? Dragonoitis?
Jetzt kommt eine kleine Arena. Kriegen wir da einen größeren Drachengegner noch gegen die Birne geworfen? Einen schwarzen Odin-Drachen. Eine Plage. Oh! Eine einäugigen Gegner. Oh, er hat getroffen. Krass. Zu langsam. Aber hat Auto-Ausweich nicht gefunden. Obwohl ich die Attacke gesehen habe. Ich war manuell ausgewichen, ne? Abwisch. Aber nicht. Also Pech kaputt. Pass! Und noch ein! Bam! Der geht doch drauf, oder? Den haben wir doch. Den haben wir doch jetzt im gebrochenen Status, oder? Kriegen wir hin. Oh, es wird knapp, es wird knapp. Nein, kriegen wir nicht, während er gebrochen ist. Vielleicht doch noch? Ja, Shiva hat's geschafft. Gut, was sagt die Karte? Die Karte sagt, die Arena war wohl dafür. Als hätten wir so viel Platz für den einen Eumel hier gebraucht. Meine Nase. Was glaubt denn ihr, wie man den bekämpft? Wegrennen, panisch, oder was? Ist doch Clive, voll drin. Voll drin in die Plempe. Und selbst wenn man so ein Bahamut-Bild hat, wo man so ein bisschen dodgen muss. Nicht in dem Ausmaß, oder? Das ist jetzt auch schon wieder so verdächtig. Hier ist gar nichts. Gar nichts und so ein Ausläufer. Kann ich ja irgendwie kaum glauben, oder? Wie sieht das aus? Oh, das sieht auch super speziell. Oh, das ist aber auch eine Truhe. Da ist auch eine Truhe. Wir haben was gefunden. Und, was ist drin? Adamantit-Panzerhandschuhe. Das klingt nach beste Verteidigung ever. Weil Adamantit und so. Hau mal rein. Was haben wir hier? Erhöht die maximale LP um 500. Was ein Scheiß. 500? Nicht 5000? 500? Wirklich? Nee, das lohnt sich nicht. Ich weiß nicht, ob es sich jemals lohnt, aber es lohnt sich nicht. Sequenzer? Ja, wir sind noch nicht da. Auf geht's, Großer. Jo, da ist ja noch ein gutes Stück Marsch. Oder kriegen wir das jetzt geschenkt? So. Ist einfach nur ein klaffendes Gebietes. Jetzt sind wir so Auto da. Auto angekommen. Offensichtlich. Oh, so richtig mit Kampf-Dingsi-Bumsi. In Ordnung. Krasse Kiste. Okay. Ich glaube, ich würde einmal kurz, weil jetzt da reingehen, 2 Minuten vor Ende, einmal ins Versteck. Gucken, ob es da was Neues gibt. Hier, wunderbar. Nektar, lass hören. Eine Geschichte? Nein, das Jagdbrett. Okay. Was haben wir denn hier? Ah ja, da war Pandemonium. Hatten wir ja erledigt. Den hatten wir ja schon so gefunden, ohne Auftrag. Aber wir hatten diesen Text nicht gelesen. Pandemonium. Die wenigen, die aus Ashra flüchten konnten, bevor sich der Himmel verdunkelte, erzählten von Pandemonium, der König der Orks, der sein Volk mit Aufstand gegen die valutherische Herrschaft anführte. Zwar wurde seine Rebellion rasch von König Barnabas' Armee niedergeschlagen, doch viele der Orks, die in ihrer Gier nach Menschenfleisch nun ganz Valisthea heimsuchen, tragen seine Stammesabzeichen, was auf seinen anhaltenden Einfluss hinweist. Ja, Hammer gelegt. Das war's. Nektar, du enttäuscht mich etwas. Okay, aber was soll's. Das nächste Mal können wir dann in das Kampfgeschehen hineinspringen. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu likearieren. Das hilft meinem Kanal aus. Ansonsten guckt euch gerne das nächste Video ein. Ich stell's sowieso ran. Andersrum. Guckt's euch an. Ich stell's rein. So. Tschüssikowski und bye bye.